35 Tonnen des hochgiftigen Chlors sollen künftig jährlich in den Nationalpark Wattenmeer eingeleitet werden. Dazu habe ich die Bundesumweltministerin befragt. Seht selbst, was sie gesagt hat. Sie haben jetzt gerade viel von Artenschutz gesagt, auch vom Moorschutz ganz am Anfang eingeleitet. Wir haben einen Bereich in Deutschland, wo wir eine Menge an geschützten Arten haben. Das ist das Wattenmeer. Ich komme aus Friesland und jetzt plant man im Wattenmeer mit dem LNG-Terminal am Zulauf vom Jadebusen 180 Quadratkilometer Wattenmeer dort regelmäßig mit Chlor und anderen Chemikalien zu verseuchen. Dort soll 0,2 Mikrogramm Chlor pro Liter eingeleitet werden, direkt im Zulauf des kompletten Jadebusens im Wilhelmshaven am LNG-Terminal soll das eingeleitet werden und sozusagen alle 12 Stunden wird dann der Jadebusen dort mit Chlor desinfiziert. Das ist, selbst Uniper selbst sagt, die Betreiberfirma, das ist 10-fach über den Grenzwerten. Was machen Sie, um zu verhindern, dass wir hier diesen Chloreinsatz haben und das Wattenmeer entsprechend als Naturschutzgebiet geschützt wird? Vielen Dank, Herr Abgeordneter, auch für diese Frage. Das illustriert, glaube ich, noch mal eindrucksvoll, wie wichtig der Schutz unserer Umwelt einerseits ist und warum es auch Gründe gegeben hat, dass in der Vergangenheit keine LNG-Terminals gebaut worden sind. Was wir jetzt gemacht haben, um die Energiekrise, das ist ja ein Anliegen aller Fraktionen dieses Hauses, in diesem Winter und auch in der Zukunft im Griff zu behalten, ist Planungsbeschleunigung für die Errichtung von LNG-Terminals, die Beschleunigung in den Verfahren ermöglicht, aber keine Standardabsenkung in den Schutzstandards. Das heißt, es gibt da weder einen Freibrief noch erleichterte Rahmenbedingungen in den Schutzstandards. Und von daher habe ich die Informationen aus der Presse, die Ihnen vermutlicherweise auch jetzt Ihrer Frage zugrunde liegen, entnommen. Und wir gehen dieser Sache nach. Aber es gibt keine Erlaubnis, auch nicht mit der beschleunigten UVP-Prüfung, dort Standards abzusenken. 35,6 Tonnen Chlor will Uniper im Jahr dort einleiten. Mit den umweltrechtlichen Standards ist das definitiv nicht vereinbar. Deswegen war es wichtig, diese Frage an die Bundesumweltministerin zu stellen. Denn alle Umweltverbände wie BUND, NABU und so weiter, die so wie wir auch für den Erhalt des Nationalparks Wattenmeer kämpfen, für die ist wichtig, dass die Bundesregierung solch eine klare Aussage jetzt getätigt hat. An dieser Aussage wird sich die Bundesumweltministerin messen lassen müssen, dass man keinerlei Schutzstandards absenkt und Biozide, also lebenvernichtende Stoffe, in einen Nationalpark einzuleiten, ist definitiv nicht zulässig. Und dementsprechend wird Uniper nicht das Chlor so anwenden können, wie es das geplant hat. Wir werden die Umweltministerin an ihrem Versprechen messen und bleiben definitiv weiter an der Sache dran.